willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mache ich ein Review zu dem Wecker. Also das ist halt der Wecker, ich habe ein Unboxing gemacht. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und ja, heute mache ich ein Unboxing. Ich habe herausgefunden, dass wenn man halt da auf On geht, dass da halt so anfängt zu leuchten. Es sind wahrscheinlich sind da verschiedene Dioden drin, also kleine Leuchtdinger, die leuchten. Weil so hell leuchtet, glaube ich, keine normale Glühbirne. Und ja, und das leuchtet, man sieht es halt. Zuerst leuchtet es da grün und jetzt leuchtet es da rot. Also, da müssen Dioden sein. Solche speziellen Mehrfarbdioden. Dann, um die Uhrzeit festzustellen, da muss man auf zuerst viermal auf Set drücken, also so lange auf Set drücken, bis die jetzige Uhrzeit ist. Sie drücken jetzt mal einmal auf Set. Ihr seht, es verändert irgendwas. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie spät es ist. Oh, also was? Habt ihr das gerade gesehen? Auf einmal so voll grell geleuchtet. Also zuerst so oft wie man es braucht auf Set drücken, dann ändert sich hier die Uhrzeit auf was auch immer man braucht. Und dann auf, wenn es euch passt, dann drückt man auf ADJ. Ja, und dann ist es halt die Uhrzeit, die man braucht. Damit ist es ja halt, ist es kein normaler Wecker. Denn er kann ja auch, wie es auf der Verpackung da steht, kann er ja auch auf die Wand bzw. auf die Decke projizieren. Ich habe gemerkt, wenn man halt nicht so verstellen kann, damit es nach oben leuchtet oder da auf die Seite leuchtet. Nee, es leuchtet immer nach oben. Das finde ich unpraktisch, ein bisschen unpraktisch. Denn naja, man bräuchte es ja halt schon irgendwie auf die Wand, damit man sieht. Also habe ich mir gedacht, habt ihr das gesehen? Also ich schalte es lieber aus. Also, es wird jetzt schon gehen, wenn es ausgeschaltet ist, denn wenn man zum Beispiel, wenn jetzt der Wecker so da steht, man schläft so und der Wecker fängt an zu klingeln, weil es ein Wecker ist. Er muss einen wecken. Der macht doch den, er weckt einen. Dann drückt man halt so, dann fängt es, also dann hört es auf, also die ganze Zeit zu klingeln. Und dann projiziert es an die Decke in meinem Fall. Aber, also die Leuchte wird aktiviert, indem man auf den Wecker raufdrückt. Weil es sind hier halt so kleine Knöpfe. Und ihr seht es jetzt nicht, aber diese Knöpfe schalten ein und schalten aus, dass die Projizierung an die Wand. Aber man kann es ja auch so machen. Man nimmt es so. Und produziert es in irgendein Blatt. Man sieht es wahrscheinlich jetzt nicht. Also. Und es produziert halt das auf die Wand, was vorher beim. Also, was hier vorne am Display steht. Ich meine, ja, bei einem ganz normalen Wecker. Ein Display. Okay, geht klar. Aber hier, das ist schon, finde ich, irgendwie cool. Also, ganz modern. Man wacht so auf, schaut auf das Display, yay, Tag hat super begonnen. Hier, man wacht auch auf und schaut auf die Decke. Ja, unpraktisch. Dass man kurzsichtig ist, weil ohne der Brille bilden sich ja normal, also nichts. Und das ist für mich etwas unpraktisch, weil ich nicht mit einer Brille schlafe. Aber das Positive daran ist, ich brauche ehrlich gesagt keinen Wecker. Ich stehe selber auf. Aber das Coole ist, naja, so raufdrücken, so cool tun. Man drückt drauf und dann man kann auf die Decke schauen. Oder noch besser, so spicken. Du wirst gefragt, bei einem Test, wie spät ist es? Kannst du mir die genaue Uhrzeit sagen? Es ist, was auch immer dort oben steht. Kann man auch machen. Also, ja. Und keine Sorge, es sind halt keine Laserdioden hier beim Leuchten. Weil wenn es ein Laser,
wäre es ziemlich gefährlich, weil wenn man mit einem Laser in die Augen leuchtet, da kann man schon mal blind werden. Also eine starke Augenverletzung davon tragen. Das sind nur rote Lampen. Ich habe es ausprobiert. Ich habe natürlich gehofft, dass es kein Laser ist, weil ansonsten wäre es mir schlechter gegangen. Und ja. Also es sind Lampen und ich empfehle es nicht, einem in die Augen zu scheinen mit dem Ding. Ich werde euch jetzt auch in die Augen scheinen, also keine Sorge. Ja. Und es ist im Prinzip ein ziemlich geiler kleiner Wecker. Es ist praktisch, weil es nicht so wie ein normaler Wecker, so wie der so klingelt. Der ungefähr so groß ist, sage ich jetzt mal so. Gefühl nach. Der ist schon etwas kleiner, finde ich. Also im Vergleich zu meinem Kopf, sagen wir mal. Ein Drittel. Im besten Fall. Und ja. Ich finde, es ist ein moderner, kleiner, cooler Fleck. Also mir hat er euch gefallen. Und euch, vielleicht, wenn es euch interessiert, wo ich mir so einen gekauft habe. Ich habe mir nicht gekauft, mir wurde er geschenkt. Aber auf der Verpackung steht, dass er aus Flying Tiger kommt. Ein ziemlich cooles Geschäft. Ich habe ein paar Sachen mir auch gekauft. Und ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Also Abo dalassen, Like dalassen und Video teilen. Tschüss.